Powerlifting, sagten sie. Es macht Spaß, sagten sie. Ich glaube, wir können noch ein bisschen näher zusammenrücken. Ich bin im Bild. Ja, aber du bist so weit weg von mir. Weil ich bin jetzt, glaube ich, so nicht mittig, aber fast mittig. Okay. Okay. Ich habe gerade einen Döner-Teller gegessen. Ah, okay. Apropos Döner. Salam alaikum, YouTube. Ihr seid wieder bei Lift You Up. Und ich habe hier neben mir eine ganz besondere Person sitzen. Eine Person, die ich seit 14, 15 Jahren kenne. 15, glaube ich, jetzt mittlerweile, ja. Okay. Ja. Das ist der Demir. Der Demir ist mein bester Freund. Stop it. Okay, serious. Der Demir ist ein Muselmann. Ja. Ölauge. Und wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, denn morgen, müsste morgen sein, ne? Wie viel Uhr? Bei einigen Muslimen heute schon, bei einigen morgen und bei ganz wenigen übermorgen. Findet Ramadan statt, beziehungsweise beginnt Ramadan, bedeutet nach Sonnenuntergang, bis Sonnenuntergang nichts mehr essen und trinken und generell von, wie würde man sagen, sprich von Sünde? Nee, Sühnen, irgendwas, du, es geht ja nicht nur um nicht essen und trinken, sondern... Meinst du den Sinn, den ja, Sinn genau. Des Ramadans oder was? Soll ich mal halten? Oh. Voll süß. So mit, ja. Kennst du diese Trolls, die man früher als Kinder hatte mit diesen farbigen Haaren? So sieht das aus. Das ist natürlich jetzt in dem Video den Sinn von Ramadan wiederzugeben, ist natürlich nicht möglich, aber natürlich hat das einmal, sag ich mal, den Aspekt, dass du sagst, okay, ich esse und trinke nichts, ne? Aber der Hauptgrund dürfte natürlich sein, dass du, oder einer der Hauptgründe dürfte sein, dass du versuchst, dein Konsumverhalten zu ändern, eine bestimmte Spiritualität über Ramadan aufzubauen. Sowas in die Richtung einfach. Okay. Ist ja einerseits an sich irrelevant. Irrelevant. Irrelevant für das Video. Auf der anderen Seite insofern nicht, als dass wir die eigentliche Relevanz jetzt erstmal festhalten bzw. definieren müssen. Denn es ist so, er ist Muslim, ich identifiziere mich als Atheist. Und das Problem ist ja, ich weiß nicht, ich denke mal, der Großteil meiner Zuschauer oder der Powerlifting-Szene an sich wird zu einem gewissen Anteil nicht gläubig sein oder irgendwas anderes. Ungläubig. Oh mein Gott. Das hätte ich vielleicht nicht erwähnen sollen, aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass, wenn vielleicht der eine oder andere von euch mit einem Muslim über dieses Thema spricht oder man vielleicht mal gefragt wird, ey Bruder, du kennst dich doch mit Training aus, siehst das jenes, wie gehe ich das denn in Ramadan am besten an, dass ich im Grunde genommen eine optimale Leistung abrufen kann, während ich halt offensichtlich über den Tag jetzt nicht gerade in Topform bin, dadurch, dass ich halt eben nicht esse und trinke. Wie gehe ich das denn am besten an? Und ich kann mir halt eben vorstellen, dass da der eine oder andere vielleicht, mit dem Ansatz rangehen wird, so nach dem Motto, ja, warum machst du das denn überhaupt? Ja, mach das doch dann einfach nicht, ne, wenn du optimal trainieren möchtest, so nach dem Motto. Ne? Und beide sei, ja. Wobei das ja nicht mal unbedingt verkehrt sein müsste, wenn das die Person sagt, denn für eine Sache musst du dich während Ramadan entscheiden. Also das ist immer eine Fokussache. Legst du den Fokus auf dein Training, komplett 100%, dann ist Ramadan an sich, sag ich mal, suboptimal, was deine Trainingserfolge angeht. Ne? Du musst halt deinen Fokus verändern. Deswegen kann ich Leute verstehen, die sagen, ja, warte mal, du willst aufbauen, warum fastest du dann überhaupt? Ne? Muss ich entscheiden dann im Endeffekt. Wenn du das Ganze schwarz-weiß betrachtest, sage ich jetzt mal. Ne? Und wir mögen ja Schwarz-Weiß-Betrachtung. Nee, aber insofern, natürlich haben irgendwo beide Seiten recht, dass jetzt aus der Sicht des Muslims ist natürlich problematisch zu sagen, hey, ich möchte optimale Leistungen abrufen, ich möchte beste Leistungen im Gym erzielen, ich kann irgendwie nicht damit leben, vielleicht mal einen Monat lang keine PRs und so weiter zu machen. Auf der anderen Seite, und deswegen habe ich jetzt die ganze Sache mit dem Sinn mal ganz kurz angesprochen, muss man dann eben auch als das andere, vielleicht nicht gläubige gegenüber oder zumindest nicht muslimische gegenüber, dann auch irgendwo akzeptieren, dass die Person zu dir kommt
um einen Rat einzuholen und dich nicht nach der Meinung zu fragen, was du jetzt von Ramadan hältst oder dergleichen. Also für mich persönlich ist es so, ich habe mich mit dem Islam zumindest auf einer oberflächlichen Ebene auseinandergesetzt, habe zumindest mal den Koran gelesen und so weiter und muss halt gelinde gesagt sagen, für mich ist es halt nichts. Und Demi und ich haben schon unsere ganzen Diskussionen auf dieser Ebene durch. Also wir verschwenden eigentlich keine Zeit mehr damit, darüber zu diskutieren, ob es Gott gibt oder in dem Falle Allah, beziehungsweise ob diese spezifische Doktrin richtig ist oder nicht oder was auch immer. Wie gesagt, das haben wir durch. Aber trotzdem, vielleicht mal so nebenbei erwähnt, findet man dann trotzdem irgendwann einen Weg, sich über gewisse Dinge zu unterhalten und auch immer so die Position des anderen mit einzubeziehen und auch irgendwo zu akzeptieren, ne? Weil im Endeffekt geht es ja um Respekt, Toleranz und, und was? Ist ja nicht mal so verkehrt, weil ja. Ich meine, du hast es jetzt in so einem ironischen Unterton gesagt, aber in unserer Diskussion ging es ja tatsächlich darum, weil wir schon seit 15 Jahren miteinander befreundet sind. Sowohl du als auch ich bin für dich einer der engsten Freunde, ne? Und dann muss man halt für sich abwägen, so macht so eine Diskussion Sinn und beziehungsweise die Diskussion macht Sinn, nur macht sie halt nicht Sinn, wenn du halt übertreibst und dann die Freundschaft eventuell darunter leiden könnte, ja. Was dann natürlich wieder in die Richtung Respekt und bla 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 fällt, ne? Ja. Ja, insofern jetzt vielleicht auch der eine oder andere unter euch, wann immer man mit diesem Thema konfrontiert ist, sollte es halt eben nicht darum gehen, da jetzt großartig auszuholen, was da Sinn macht oder nicht, sondern um damit jetzt eigentlich mal die wirkliche Frage zu beantworten, sich damit zu beschäftigen, wie man denn jetzt das Training am besten gestaltet, wenn man eben über den Tag hinweg nicht trinken und essen kann. Und insofern, deswegen sitzt Demir hier, weil er das schon ein paar Mal durchgemacht hat. Jetzt zwar vielleicht nicht unter der Bedingung von einem wirklich harten Powerlifting-Training, sage ich jetzt mal. Ne? Also du trainierst ja an sich schon was länger, aber dann immer wieder mit On und Offs und also eine Progression. Eine Phase, die war, da hatten wir, das war noch McFit-Zeiten in Köln. Ja. Ist auch jetzt schon ein paar Jahre her. Da habe ich auf jeden Fall hardcore durchgezogen an Ramadan. Also wirklich im Zug Fasten gebrochen und dann direkt Training, nach Hause, noch ein bisschen was gegessen, schlafen und das Tag für Tag. Das war da, wo ich 20 Kilo verloren habe. Jetzt ja, 15 Kilo wieder drauf. Aber egal, Insanity, ich komme. Ja, krieg erstmal die Anmeldung durch. Oh ja, stimmt. Brudi, mach mal keinen Miesen. Ja, aber dann kommen wir doch direkt mal zum Eingemachten. Und jetzt vielleicht, also der die Bedingungen sind im Moment, dass ich dem hier coache und also unter anderem im Rhein Gym, beziehungsweise nur im Rhein Gym. Und er verfolgt einfach eine ganz normale Progression, eine Intermediate-Progression sozusagen. Und jetzt stehen wir vor dem Problem, dass Ramadan ist. Und das wird natürlich entsprechend in den Trainingsablauf eingreifen. Und jetzt ist halt die Frage, ich persönlich, oder wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man irgendwo einfach, das kann man schon mal vorwegnehmen, Abstriche machen werden muss, wenn du halt an Ramadan trainieren gehen möchtest oder sagen wir mal hart, normal weiterhin hart trainieren möchtest. Das heißt, du wirst schlichtweg sehr wahrscheinlich nicht deine optimalen Leistungen abrufen. Du wirst, je nachdem, wie viel du dann in diesem kurzen Zeitraum isst, gegebenenfalls Gewicht verlieren, wirst dich schwach fühlen. Insofern, von meiner Seite aus schon mal, würde ich halt sagen, finde dich halt über diesen Monat damit ab, dass du halt keine geilen Leistungen ziehen wirst, eventuell. Aber jetzt halt die Frage, als jemand, der das schon mal durchgemacht hat oder der, für den das Ganze jetzt bevorsteht, was jetzt für dich die Strategie sein wird. Um einfach nur ein Beispiel zu geben, wie man es handhaben kann und dann können wir vielleicht nochmal darüber reden, was denn andere Optionen wären. Also ich muss jetzt dazu sagen, dass ich das Luxusproblem habe, dass ich fett bin und abnehmen will bis zum Insanity. Ne? Ja. Das bedeutet, ich bin jetzt nicht darauf aus, irgendwie großartig Muskeln aufzubauen. Also das alles, was ich jetzt sage, bezieht sich wahrscheinlich nicht auf die Leute, die Muskeln aufbauen wollen. Aber auch wenn du Muskeln aufbauen willst, wird sehr wahrscheinlich im Ramadan kaum möglich sein oder sehr, sehr schwer möglich sein. Beziehungsweise, lass es einfach so. Versuch so ein gewisses Niveau zu halten über Ramadan und nach Ramadan kannst du dann halt wieder loslegen, was Muskeln angeht. Also Muskelaufbau angeht. Für mich persönlich, also spielen jetzt verschiedene Komponente eine Rolle. Einmal hat das Rhein Gym nur bis 10 Uhr auf.
Die zweite Sache ist, wir haben verschiedene muslimische Gruppierungen und je nachdem, welcher Gruppierung du angehörst, ist das Fastenbrechen unterschiedlich, weil die Interpretation des, des Sonnenuntergangs, sage ich jetzt mal, sich unterscheidet. Ich bin Schiite und gehöre so mit einer Gruppierung an, die sagt, okay, wenn es erst dunkel ist. Ne? Sunniten beispielsweise siehst du, dass sie halt Fasten brechen, wenn es, und du würdest halt noch sagen, so, okay, ist hell draußen. Ne? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, was richtig oder falsch ist. So, das ist einfach so die Unterscheidung, die da gemacht wird. Das bedeutet für mich, Rhein Gym hat nur bis 10 Uhr auf. Fastenbrechen wird wahrscheinlich so um 9:30 oder 9:45 oder was auch immer sein. Wie werde ich es machen? Also ich gehe wahrscheinlich hin und... also ich gehe nicht um 9:45 erst trainieren oder sowas. Ne? Ich würde dann gegen 7, 8 Uhr ins Rhein Gym kommen. Ja. Würde mich hauptsächlich auf meine Mainlifts konzentrieren. Und gucke dann individuell, okay, wie geht's mir? Habe ich jetzt noch irgendwie Kraft für eine Assistance-Übung oder habe ich keine Kraft? Ne? Wird jetzt auch nicht unbedingt krass die Gewichte steigern, also bei RDLs und sowas. Hassübung Nummer 1, ey. Gut, da habe ich halt als Coach das letzte sagen. Gut, aber würdest du nicht sagen, dass wenn man sich schon mehr oder weniger damit abfindet, dass man einfach jetzt nicht den Hammer Progress machen wird, ja. Was spreche dann jetzt dagegen, einfach zu sagen, okay, fuck drauf, selbst wenn ich gleich kotze, ich trainiere einfach trotzdem so hart, wie es geht und dann kommen halt die Gewichte dabei raus, die dabei rauskommen. Ja, wenn du kotzt, ist halt dein Fasten wieder gebrochen, ne? Das ist halt so eine Sache. Gebrochen? Ne? Ja, witzig. das war jetzt wahrscheinlich so gemeint, nach dem Motto, geh trotzdem hart ins Limit. So, ja klar, kannst du schaffen. Ne? Also als ich vor ein paar Jahren, keine Ahnung, das war 2000, wann war das? Nach Trennung von erster Girlfriend. 11, 12? Ja, irgendwie sowas. Ich meine, wenn du einen gewissen Willen hast, sage ich mal, ne? Du kannst ziemlich viel mit deinem Willen lenken sozusagen, hört sich jetzt so Hokuspokus-mäßig an, ist aber einfach so, wenn du halt hart fokussiert auf die Sache bist, dann kriegst du es wahrscheinlich irgendwie noch hin, ne? Trotzdem hart durchzuziehen. Also ich weiß noch, ich habe da gut abgerissen, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich persönlich sage aber, mein Fokus liegt eher auf Ramadan, als dass er auf dem Training liegt. Deswegen wird mir in dem Monat das Training nicht so wichtig sein. Ich mache das Training trotzdem, aber nicht unbedingt, um stärker zu werden. Abnehmen tue ich sowieso, weil ich nehme ab über mein Kaloriendefizit, ob ich das trainiere oder nicht. Ich kann trotzdem weniger essen. Ne? Trainieren gehe ich nur, weil ich das in meinem Tagesablauf mit drin haben möchte. Also ich möchte nicht wegen Ramadan meinen gesamten Tagesablauf ändern. Ich will einfach die Schwere, die Mühe während Ramadan noch mittragen. Verstehst du, was ich meine? Also einfach trotzdem hustlen, auch wenn die Umstände ein bisschen schwieriger sind. Okay. Aber wie würdest du, also jetzt mal ganz doof gesagt, wie würdest du das Gefühl beschreiben, wenn du hättest ja so gesehen die Option dann zu sagen, oder jetzt, wenn du jetzt nicht an die Rhein-Gym-Zeiten gebunden bist oder so, weil für viele wird es ja vielleicht sein, dass sie ins McFit gehen oder zu einem Commercial-Gym, das halt die ganze Zeit auf ist. Und dann könnte man ja im Prinzip sagen, meinetwegen um 22 Uhr oder um 21.30 Uhr darfst du das Fasten brechen. Und dann sagst du, ich breche das Fasten jetzt, indem ich, sobald das Fastenbrechen losgeht, mir einen Liter Wasser reinhaue und esse ein paar Datteln, pipapo, und habe dann vielleicht erstmal so einen kurzfristigen Erleichterungseffekt und fühle mich dann besser und kann im Grunde genommen auch komplett Gas geben im Gym. Also du meinst jetzt, und wie würde ich das machen, wenn das Gym jetzt komplett aufwärmt? Das zum einen und schlichtweg, wie groß ist das Gefühl der Einschränkung, wenn du sozusagen, das bezieht sich ja... Ich meine, wenn du über den Tag hinweg trinken dürftest, würde man ja schlichtweg sagen, okay, ich kann mir meine Kalorien auch alle in der Nacht reinknallen. Ja. Ich würde da jetzt nicht großartig durch schwächer werden, wenn ich über den Tag hinweg nichts essen dürfte. Ne? Also wäre zumindest für mich so, der auch so Intermittent Fasting gemacht hat und so weiter. Aber das Relevante ist ja vor allem das Nicht-Wasser-Trinken. Ne? Also ich muss tatsächlich sagen, dass auch das Nicht-Wasser-Trinken nicht mal so problematisch ist. In den ersten Tagen schon, viele Muslime werden das kennen, da wirst du Kopfschmerzen haben, dies und das. Aber dann gewöhnst du dich relativ schnell dran. Also auch da ist der Körper jetzt anpassungsfähig. Ne? Ich meine, muss er ja auch sein. Wenn du jetzt in Afrika lebst, hast du komplett andere Lebensumstände, als wenn du, keine Ahnung, in Buxtehude lebst. Ne?
Aber wenn das Gym jetzt komplett auf wäre, ne, und wir gehen mal davon aus, ich habe einen ganz normalen Job, der dann um 9 oder 10 Uhr morgens beginnt, ne, dann würde ich kurz vor dem Fastenbrechen mich schon losmachen, würde unterwegs Wasser trinken und so Kleinigkeiten, irgendwie Datteln oder ein kleines Sandwich, ne, sowas. Schweine-Gelatine. Ach, stimmt. Schwöre, hab ich gerade gar nicht dran gedacht. Also irgendetwas, was mir ein bisschen Energie gibt, aber was mich nicht übertrieben voll macht, weil ich meine, ihr kennt das, wenn ihr vor dem Powerlifting-Training eine Stunde vorher gut gegessen habt und dann deadliften müsst, dann seid ihr auch schon kurz vorm Kotzen, ey. Richtig ekelhaft. Irgendwas so, was mir so ein bisschen Kraft gibt, ne? Und dann reicht das auch schon. Ich würde aber auch tatsächlich in den ersten Ramadan-Tagen, vielleicht in der ersten Woche sogar, geh nicht trainieren. So, gewöhn dich erstmal dran, lass deinen Körper dich ein bisschen dran gewöhnen, ne? Und dann, keine Ahnung, Ende der Woche kannst du dann anfangen und dann dürfte das eigentlich auch kein Problem sein. Ja, jetzt, da fällt mir jetzt einfach nur so spontan eine Idee ein, wie man das Ganze dann halt gestalten könnte. Das ist kalt, Alter. Indem man halt einfach so meinetwegen sagt, den letzten Zyklus vor Ramadan gestalte ich so, dass ich halt kurz davor noch ein, keine Ahnung, wie viele M-Raps reinhaue und PRs mache und so weiter und mich halt, ne, so in ein gewisses Overreaching begebe, ne, und dann sagen kann, okay, ich lege jetzt meine Woche Pause oder mein Deload oder so genau in die erste Woche von Ramadan, ne, kann mich damit, kann mich halt schon mal akklimatisieren und dann werde ich halt nicht so große Probleme haben, wenn ich dann versuche, wieder härter ins Training einzusteigen. Aber im Endeffekt läuft es halt, also egal, welchen Ansatz man jetzt wählt, und ja, ob man sich dafür entscheidet, nach dem Training dann das wirkliche, also klar, du brichst das Fasten, aber du kannst ja sagen, ich breche das Fasten, gehe trainieren und esse dann meine ganzen Kalorien für den Tag, die ich haben möchte. Ne? Ob das dann bedeutet, dass du im Kaloriendefizit bist oder halt eben auch nicht. Ja. Ne? Das schaffen ja auch einige, dass sie halt so viel essen dann in der Nacht, dass sie eben nicht abnehmen oder vielleicht sogar zunehmen, weil sie halt so Binges bekommen. Ja, ne? Insofern, egal welchen Ansatz man jetzt wählt, erstmal muss man halt sagen, es ist ein mega kurzer Zeitraum. Sehr viele müssen sich sowieso ein bisschen, wenn es um Training geht, davon lösen, Training als so unglaublich wichtig zu erachten. Ne? Und wie du schon selber gesagt hast, in dem Moment bedeutet Ramadan für dich ja was ganz anderes. So, ne? Also darauf sollte der Fokus legen und dann kannst du es auch aushalten, mal 4 Wochen vielleicht nicht deine besten Leistungen abzurufen. Und allein diese Entspannung, so in das Training reinzugehen und sei es jetzt, dass du sagst, ich gestalte mein Training jetzt für Ramadan autoreguliert, weil ich nicht damit rechnen kann, wie sehr meine Leistung abfällt oder das wird zu sehr schwanken oder was auch immer. Ja, allein diese Entspannung wird wahrscheinlich dein Training schon besser gestalten. Vielleicht noch so als letzten Gedanken. Ich meine, du wirst das Video irgendwie, keine Ahnung, Best Practice über Ramadan oder was auch immer. Mehr Clickbait. irgendwie so in die Richtung nennen. Und es gibt auch schon 1000 Videos für das Training während Ramadan. Meiner Meinung nach ist es vollkommen individuell und wir Muslime sollten uns vielleicht auch davon lösen, Ramadan als nur nicht trinken und nicht essen anzusehen. Denn wenn du anfängst, darüber hinaus zu sehen, die spirituelle, ich weiß jetzt, viele werden davon wahrscheinlich das halten. Ne? Aber das ist ja das, was ich anfangs meinte, es geht ja nicht nur darum. So, ne? Wenn du den spirituellen Aspekt da noch mit reinbringst, dann wird sich deine Trainingsgewohnheit über Ramadan automatisch ändern. Was meine ich damit? Wenn du sagst, okay, es geht mir darum, während Ramadan eine gewisse Spiritualität aufzubauen, eine Bindung zu Gott oder was auch immer, dann wirst du vielleicht selber sagen, hey, weißt du was, ich reguliere mein Training ein bisschen runter. Oder hey, ich übertreibe jetzt mit dem Essen. Ne? Ich meine, Sinn des Ramadans ist es ja auch nicht, den ganzen Tag nicht zu essen und dann abends, was wir Südländer ja sehr, sehr gerne machen, ne? So richtig reinhauen. Ne? Und das, das harmoniert halt da ziemlich gut mit diesem Fitnessgedanken, wenn du Muskeln aufbauen willst. Ne? Also diese Ausländermentalität, dass du so, boah, richtig reinhauen und Muskeln aufbauen, boah, perfekt, Bruder, machen wir. Ne? Begib dich ein bisschen mehr Richtung Spiritualität, dann wirst du das Ganze ein bisschen regulierter eingehen und du wirst für dich einen eigenen Weg finden. Natürlich kannst du dir da Tipps reinziehen von anderen YouTubern, in Klammern Lars ist der Beste, aber im Endeffekt würde ich mich von diesen Gedanken lösen, irgendwelche Trainingsziele erreichen zu müssen, was auch immer. Konzentrier dich auf deinen Fastenmonat und danach gib ihm böse, Bruder. Aber das Das Interessante daran ist ja, dass man daraus ja selbst als Nichtgläubiger oder Andersgläubiger oder was auch immer, auf jeden Fall jemand, der kein Ramadan macht, was Positives für sich rausziehen kann aus dieser Mentalität, weil
wie gesagt, was ich oft in der Szene sehe und generell unter, ja, unter Trainierenden, ist halt diese Vernarrtheit ins Training und dass das eigene Gemüt vom Trainingszustand abhängig gemacht wird. Das heißt, Training läuft nicht gut, jetzt bin ich schlecht gelaunt, mein Leben macht keinen Sinn mehr, pipapo. Und das ist halt kacke, weil Training soll dein Leben ja bereichern, es soll dir Spaß machen. Natürlich ist es erlaubt, mal traurig zu sein, wenn du deinen PR nicht gehittet hast oder so, aber du weißt genau, so nächste Woche gehe ich wieder ins Gym und dann hole ich mir den oder so. Ne? Aber auf jeden Fall, diese Vernarrtheit ins Training finde ich persönlich oftmals überhaupt nicht gut. Und selbst, auch wenn man das jetzt nicht an etwas wie Ramadan knüpfen muss oder man muss jetzt nicht Muslim werden, um so etwas in der Art zu machen. Aber die Mentalität finde ich an sich nicht schlecht, weil man einfach nochmal eine andere Perspektive auf die Dinge bekommt und einfach für sich sagen kann, ich entspanne mich jetzt einfach mal. Ich nehme die Dinge jetzt mal nicht so ernst, ich nehme ein bisschen Abstand und hinten raus wird mir das auch wieder mehr Motivation fürs Training geben. Ja. Guter Punkt, vor allem was das Konsumverhalten angeht. Vor kurzem noch einen Vortrag diesbezüglich gehört, dass man vielleicht auch mal während Ramadan sein Konsumverhalten überdenken sollte. Ne? Mhm. Vor allem in der Social-Media-Zeit heute, du als Influencer auch, ne, mit deinen 1000 Posts am Tag. Aber hier zu diesem Fitness-Lifestyle noch eine Sache, die mir so in den Schädel gekommen ist. Ich glaube, wir hatten vor kurzem drüber noch gesprochen. Ich bin immer fasziniert, dass Leute, vor allem Powerlifter, sagen wir mal generell die Fitnessszene, dass das ihr einziges Ding ist im Leben. Wo ich mir denke, Alter, hast du kein eigenes Leben? Also hast du nicht noch andere Sachen, die du irgendwie toll findest oder machst? Ne? Der eine oder andere wird jetzt sagen, irgendwie wird jetzt ein Witz reißen oder was auch immer so. Ne? Das ist ein Hund. wird jetzt ein Witz reißen darüber. Es ist aber tatsächlich nicht witzig, wenn Sport das einzige Ding ist in deinem Leben. Ne, also, werd ein bisschen lockerer, gehst du trainieren, klappt nicht, scheiß drauf, gehst du raus, bisschen Shisha rauchen, Spaß haben. Also, gestalte dein Leben ein bisschen facettenreicher. Grüße gehen raus an Pascal und Marc Traut und Klabi. Ach so, raucht der Pascal zu eigentlich hier Shisha? Sterni. Echt? Hör mal zu, Pascal, ich muss dir was sagen. Du wirst dich sicherlich daran erinnern können, ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen, beim Insanity 2018, da habe ich dir ein Subway ausgegeben. Ne? Einen ganzen Sub. Ne? Ich habe ein trockenes Dankeschön bekommen. Einfach so, danke. Da kann ich mir nichts von kaufen. Auf jeden Fall, wenn du beim Insanity 2019 dabei bist, erwarte ich, dass du mir eine Shisha ausgibst. Und Leute, hier Powerlifting-Szene, mach mal ein bisschen Druck, dass Pascal mir eine Shisha ausgibt. Okay, in die Kommentare, Hashtag Shisha für Demir. Von Pascal, von Juri Beuger. Ey, aber warte, nicht diese 5-Euro-Dinger, ne? Schon die guten Geschmäcker ab 10 Euro aufwärts, Bruder. Steni. Okay, ja, also ich fand, das war eigentlich ein sehr guter Abschluss. Insofern würde ich sagen, bevor das Video zu lang wird, moderieren wir ab. Gibt es irgendwas anderes, wenn man, also nicht Salam Alaikum, sondern sondern irgendwas Abschiedmäßiges. Mashallah, Bruder. Mashallah, Alhamdulillah. Okay, in diesem Sinne, hit that like button, share that shit, do whatever with it. Und brauchst du noch Instagram-Follower, willst du haben? Nee. Mein Account ist langweilig. Ja gut, scheiß auf den. Aber wir können... Aber mir könnt ihr folgen, liftyouup_power reicht, wenn man liftyouup eingibt in Instagram. Und in diesem Sinne, abonnieren und mutieren. Peace!